Wir befinden uns im Jahr 1957 in einer Lokwerkstatt im Maßstab 1 zu 32, die aber, wenn man nicht genau hinschaut, aussieht wie im Maßstab 1 zu 1. Das Werk von Alexander Lösch. Hier ist die Lokwerkstatt Stabberg. Die ist Bestandteil meiner Heimanlage. Da werden quasi die Loks gewartet. Meine Deistelbacher Industriebahn. Es ist ja mehr eine Lokwerkstatt. Da kommt immer ein Güterwagen, da wird schon mal rangiert. Aber im Endeffekt ist es eigentlich, ich sag mal so, eine artgerechte Haltung von schönen Fahrzeugen. Also man tut halt die Loks in einer Umgebung darstellen, wo halt stimmig ist, wo halt passt im Endeffekt. Und man kann halt auch mal mehr wie zwei, drei Loks beieinander stellen. So auf der Anlage, wenn ich jetzt einen kleinen Bahnhof mit ein paar Loks vollstelle, das ist halt nicht stimmig. Aber hier kann halt durchaus mal drei, vier Loks zusammenstehen vom Ganzen her. Und das ist eigentlich das, einfach diese artgerechte Haltung ist mir da wichtig. Ich gucke halt viel beim Vorbild natürlich. Der Lokschuppen, der steht ähnlich bei der Moselbahn, dann die Lehrwerkstatt. Das ist auch ähnlich wie der Lokschuppen von Eichstätt. Der sieht von der Vorderform so ähnlich aus. Also ich gucke halt viel beim Vorbild, baue nicht eins zu eins nach, aber lehne mich halt dran an im Endeffekt. Oder suche mir halt immer eine gewisse Stimmung. Und auf der Anlage ist es halt so, es ist relativ wenig Platz. Also ich habe ein sehr enges Lichtraumprofil. Man muss halt immer gucken mit die Wände, mit die Tore. Es ist überall nicht viel Platz und das ist immer dann ein bisschen eine Herausforderung. Und deswegen muss man halt auch die ganze Gebäude eigentlich selbst bauen, weil man sie einfach an der Situation, an den Bedingungen anpassen muss. Das ist es einfach. Die meisten Besucher waren begeistert von der realistischen Darstellung. Wenn man mit dem Auge ganz auf das Objekt geht, denkt man, es ist die Wirklichkeit im Original, nicht im Modell. Auf der Anlage von Alexander Lösch ist noch eine weitere Besonderheit verborgen. Eine ziemlich coole. Das oben, das ist eigentlich mein Zeitsprung. Ich habe die Möglichkeit, auf der Anlage verschiedene Jahreszeiten darzustellen. Weil als Modellbahner manchmal kann man sich halt nicht so begrenzen mit der Epochenauswahl und mit dem Ganzen. Man fängt zwar mit irgendwas an, aber dann irgendwann geht man auch mal her und sagt, na, die Zeit gefällt mir auch gut oder die Zeit auch. Und ich kann jetzt einfach hergehen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hütte runterdumme, dann habe ich da unten drin meine Dieseltankstelle. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ab 1969 spiele, dann ist die Dieseltankstelle hier. Dann werden halt auch bei 78 zum Beispiel ist der Kohlekran weg. Da kommen verschiedene Elemente weg. Dann habe ich teilweise der Holzkarren hinten, der wird halt gegen einen Hubwagen getauscht. Da werden halt gewisse Elemente etwas moderner. Und ich will halt einfach da verschiedene Jahreszeiten spielen. Also mit anderen Worten, du hast hier vier unterschiedliche Jahre, genau, die du darstellen kannst. Genau, genau. Und wir sind jetzt bei 1957. Genau, ja. Und könntest du das heute noch umbauen? Wenn ich Fahrzeuge dabei hätte, ja. Aber ich habe so viele Fahrzeuge nicht bekommen. Für jede Zeit habe ich Fahrzeuge. Eins, zwei Jahre, da fehlt mir noch ein bisschen was, da bin ich noch nicht ganz vollständig, aber das kommt nicht. Also du kannst auf vier Ausstellungen gehen mit vier verschiedenen Ausstattungen? Genau, genau, ja, ja. Und die Gebäude sind die gleichen, aber alles andere ist modifiziert. Die Dekoration wird halt angepasst im Endeffekt. Also weil das ist ein Schuppen, der kann auch 1987 noch stehen im Endeffekt. Na? Und das ist, man ist etwas variabel. Und viele geht es ja bei der Spur 1 ein bisschen um die Fahrzeuge, über die Dimension und das Ganze. Und da kann man natürlich halt mit den Fahrzeugen, weil die sind ja sowieso immer der erste Blick vom Zuschauer. Da schaut eigentlich bei der Spur 1 zuerst auf die Fahrzeuge. Und man versucht natürlich, das Umfeld habe ich schon ein bisschen flexibel gestaltet jetzt. Aber natürlich kann man es auch auf das gezielte Jahr, aber da müsste ich dann wirklich die Gebäude komplett austauschen. Das wollte ich aber nicht haben. Aber ich tue bei mir zu Hause im Keller, kann ich genauso diese vier Jahre spielen im Endeffekt. Also ich habe dann auch die Wagen dafür passen und ich kann also meine ganze Heimanlage eigentlich darauf umbauen von dem her. Gute Idee. Nur mit Dekoration eigentlich. Raumsparend, ja. Und man sucht ja auch immer wegen nach Ausreden, dass einem die Lok gefällt oder das Fahrzeug gefällt. Und
damit kann man das dann immer begründen. Mich begeistert immer wieder die Kreativität der meisten Modelleisenbahner. Was für Ideen werden da umgesetzt? Einfach genial!